Moin Leute und herzlich willkommen bei den Teenagers vom Mars und zu einer weiteren Folge Lego Fortnite. Beim letzten Mal haben wir es endlich in die Wüste geschafft. Wenn ihr das verpasst habt, schaut gerne in die Playlist rein. Ich bin leider dabei gestorben, aber kein Spoiler. Ja, was wir da besorgt haben, war Weichholz und roher Bernstein. Und was wir damit jetzt anstellen können, zeigen wir euch nach einem kurzen Intro. Los geht's. Also, wir können eine Spitzhacke bauen. Dafür brauchen wir einen Weichholzstab und eine Sandklaue. Davon sollten wir mittlerweile ja schon genug haben. Dann können wir noch eine stärkere Armbrust bauen. Weichholzstab wieder. Ein besseres Schild. Weichholzstab und Seile. Und ja, das war's. Also geht's erstmal, Weichholzstäbe zu erstellen. Ich überlege. Soll ich schon alles machen? Ja, auf jeden Fall so, dass wir... Ja, komm, okay, wofür sollen wir das sonst gebrauchen, ne? Scheiße, sagte er. Und ich lasse nochmal 10 Stück. Ich lasse mal 10 Stück über. Oh, obwohl, guck mal, genau, ich guck eben. Dorf aufwerten. Das ja, das haben wir letztes Mal ganz vergessen. Ja. Dafür brauchen wir keinen Weichholz. Okay, das ist gut. Nee, wir brauchen da Granit und das können wir alles machen. Wir sollten auf jeden Fall als erstes machen. Unser Dorf aufwerten. Das macht schon Sinn. Ja. Da brauchen wir, glaube ich, Granittafeln für und so. Die liegen alle hier schon. Marmortafeln, Entschuldigung. Oh, hast du dir Fleisch gerade fertig gemacht? Oder ist irgendein Dorf Ich mach mir gerade Fleisch fertig. Wieso? Boah, vielleicht habe ich mir die erste Wurst geschnappt, aber danke dir. Also, okay, ja gut. Ja, alles klar. So, Spitzhacke könnte ich schon 2 Stück herstellen, mache ich mal, ne? Damit sollten wir dann... Ne, warte mal, was können wir damit abbauen? Das wissen wir noch gar nicht. Eine stark aus Weichholz gefertigte Spitzhacke. Zum Ernten von Steinobjekten sehr effektiv gegen Gebäude. Ich erstelle einfach mal 2 für uns beide. Mhm. So, Axt liegt. Oh, guck mal, wie geil die leuchtet. Das ist eine Spitzhacke, keine Axt. Ja, Spitzhacke liegt. Eine bessere Waldaxt gibt es auch noch nicht. Moment, womit machen wir denn dann Dings kaputt? Das Weichholz. Mit Axt. Mit der anderen Axt. Ach doch, die ist braun. Ich bin dumm. So braun sah so normal aus. Geschliffenen Bernstein brauchen wir dafür. Ja, Bernstein haben wir ja. Aber wir brauchen dann geschliffenen. Ja, da brauchen wir bestimmt diesen Edelstein. Warte mal, wie heißt das nochmal? Webstuhl nicht. Edelsteinschneider. Genau, Edelsteinschneider. Oh, dann baue ich den auch. Oh, Marmortafeln und so ein Gedöns. Müssen wir noch irgendwas sammeln? Wieso? So, ich kann den bauen. Wo soll ich den denn hinsetzen? Ich sitze den hier noch daneben, ne? Ah, müsste passen. Ja, ja. Okay, oh, ja. Edelstein. Dann hau uns mal geschliffenen Bernstein. Da mache ich mal so 10 Stück von. Geil, okay, dann können wir noch eine Axt. Wie teuer denn? Was ist mit dem Dorf aufwerten? Ja, perfekt. Ja, ja, ja. Mach ich. Sehr gut. Ah nee, Knochenwurzstab brauchen wir dafür und die Maschine war gerade besetzt, deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber wir haben noch Knochenwurzelstab hier. Dann 13 Stück. Ja, wir brauchen 20. Die ist in der grünen Kiste. Und in der anderen. Kannst du auch was machen? Ich wollte dir, das ist ja für Zuschauer interessant, wenn die das aus seiner Perspektive sehen, oder genau, nicht? Genau, Knochenwurzeln erstellen. Nee, nicht herstellen. Ich meine, dass sie fertig sind. Sind sie ja nicht. Ja, ja, aber jetzt machst du sie ja. Lass gut sein, lass stecken. Ich gehe mal zu mir nach Hause. Ah, so, dann kann ich mir auch die bessere Armbrust bauen. Soll ich dir auch eine bauen? Ja, nee, Armbrust brauche ich nicht. Okay, Armbrust brauchst du nicht. Besseres Schwert haben wir auch nicht, ne? Nee, nur ein besseres Schild. Besseres Schild, ah ja, okay. So, was haben wir denn jetzt hier? Das. Das ist neu, das. Das kann wieder zurück. Oh Mann, ey, ganz schön viel neues Zeug hier am Start. Ja. Oh, guck mal, Essenztisch, verzaubere Waffen und Werkzeuge mit einzigartigen mächtigen Essenzen. Wie geil ist das denn? Warum 20 Weichholz und 6 geschliffenen Bernstein für? Wieso habe ich keine Marmortafeln? Haben wir keine Marmortafeln mehr? Was ist denn da los? Ja, da muss ich nochmal daran hier. Ich kann das ja machen. Nee.
Ich dachte, wir hätten noch welche. Ich hatte vorher noch welche in der Hand noch hier. Ja, ich hab welche genommen. Wieso habe ich jetzt kein Marmor mitgenommen? Was ist denn da los? Ich werd alt. Was soll ich noch machen? Ach. Ich mach noch ein paar Knochenwurzelstäbe. Ja, genau. Nee, die habe ich schon. Ja, ich mach noch welche auf Halde. Ah ja, okay, das ist ein Deal. So, jetzt habe ich auch ein Seil. Das heißt, ich kann jetzt mir ein Ritterschild bauen. Cool. So, wie weit sind die Marmortafeln? Oh, die brauchen echt lange, ne? Mhm. Aber hier... Oh, ne, das braucht auch lange. Geschliffener Bernstein. Oh, die Maschinen werden immer langsamer irgendwie. Krass. Ja gut, das ist ja so wahrscheinlich das Spiel halt, ne? Ja. Also. Entschleunigen. Ja, ist ja auch entspannt, muss man sagen. Ist ja auch total entspannt. Aber in der Zeit vergesse ich schon wieder, warum ich jetzt ein Seil brauche. Ach ja, um für dich ein Schild herzustellen. Ja, ja, mach ja nichts. Man kann mich ruhig vergessen. So, ich habe für dich ein Schild jetzt gleich. Warte. Oh, hab mich verklickt. Spaß. So, Schild liegt in der Mitte, Simon. Cool, danke. Ja, gerne, bitte, bitte. Oh, das sieht sehr freundlich schick aus. Von dir. Wo bist du denn überhaupt? Ach, da. Ich hab ein bisschen... Du hast Scheiße gebaut. Ein bisschen für... Ich dachte, wir bauen das hinter das Haus hier. Schön und das Fenster. Nein, hier ist schön. Ach, Fenster, Alter. Der arbeitet nämlich hier gerade, der Beefboss. Nämlich zum Pflanzen geschickt. Oh, geil. Braucht der... Nimmt er sich Samen oder macht er dann alles voll? Ich weiß es nicht. Der kümmert sich auf jeden Fall hier drum, hat er gesagt. Was das heißt, keine Ahnung. So. Wir haben... Geschliffenen Bernstein. Ich baue dir die Axt. Ich baue dir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, ich bin auch ein bisschen lost heute. Na, ist ja nicht schlimm. Heute? So, Waldaxt liegt. Oh, die scheint auch so schön blau. Alter, ich muss jetzt hier mal alles austauschen. Wie krass sind wir bitte ausgestattet jetzt gerade? Ja. Ja, Simon ist da am Garten machen. Ich bin am Garten machen. Wir brauchen noch zwei Marmortafeln, dann können wir auch das Dorf wieder aufwerten. Wunderbar, geil. Wunderbar. Was liegt denn da? Wie, was liegt denn da? Was leuchtet da blau? Ich hau dich gleich, das ist die Waldaxt. Jetzt tut er wieder so, als ob er das nicht ernst meinte und ich hab nur einen Witz gemacht. Nee, ich war tatsächlich kurz verwirrt, aber jetzt ja, hab ich sofort wieder gecheckt. Geschenkt! Und die Marmorplatten haben wir. Und jetzt müsste ich doch das Dorf aufwerten können. Oder habe ich schon wieder was weggelegt? Nee, ich kann es machen. Dorf aufwerten. Level 7. Riesige Lodge haben wir. Okay. Oh, Toilettenpapierhalter. Wichtig. Wichtig. Den baue ich gleich als erstes. Aber können wir auch ein Scheißhaus? Gemütliches Handtuch, denke ich mal. Handtuchhalter? Gemütlich? Wie kann denn ein Handtuchhalter gemütlich sein? Weiß ich auch nicht. Okay. Kannst dich dranlehnen. Oh ja, wir haben Toilette und Waschbecken und so. Marmor braucht man dafür. Geil, ich baue mir jetzt ein Scheißhaus. Marmor. Ja, wenn dich das glücklich macht. Ranken. So, das war's schon, ja. So, mal gucken. Wo setze ich das denn hin, mein Scheißhaus? Ich glaube, hier ist ein guter Platz. Oh, das ist ein ganz schön großes Scheißhaus. Perfekt. Dann komme ich immer zum Kacken hier hoch, okay? Hast du das jetzt bei mir gebaut? Natürlich. Was ist mit dir denn nicht ganz richtig? Wieso? Ist auch ein super Ausblick da zum Kacken. Hat er gar nicht gecheckt. Nee, mein Badezimmer ist doch hier. Da ist zwar keine Tür drin, aber wer braucht schon eine Tür im Bad? So, da kommt das Bad, die Toilette hin, das Waschbecken gegenüber. So wie man es kennt. Immer schön nicht die Hände waschen. Toilettenpapierhalterbaum. Oh, eine Badewanne, Alter. Wo ist denn der Toilettenpapierhalter? Das ist eine Frage. Wofür brauchen wir das? Brauchen wir nicht. Haben wir. Ich finde den Toilettenpapierhalter nicht. Ach, der ist unter Pflanzen. Dekoration, okay. Natürlich ist er unter Pflanzen. Was denkst du denn? Dafür braucht man einen Rundstab? Nee, dafür ist mir der Rundstab. Nein, komm, machen wir jetzt eben. Haben wir denn noch irgendwas Neues dank dem Update? Ja, guck doch mal. Und sag's mir dann. So, Toilettenpapierhalter. Oh, der passt hier richtig schön in die Ecke. Geilo!
Da, 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 da. Wir können auf jeden Fall. Ja, Gebäude können wir neu. Riesige Lodge. Alter, ah, ja, die ist doppelgeschossig. Mir zumindest mal an hier. Die ist doppelgeschossig. Ist doch Pain, das Ding zu bauen, ey. Und die ist vor allen Dingen, da brauchen wir 218 Holz für. Wobei, die wird besser passen zu unserem restlichen Dorf. Wir werden irgendwann eine Folge oder das Off-Camera machen. Schreibt es in die Kommentare, ob wir das in der Folge machen sollen. Ob wir dieses riesige Haus gegen unsere gelbe Hütte, der Simon hat echt recht, das passt einfach besser. Aber hier weiß man, wo der Pipi-Prinz wohnt, wegen dem Gelb. Ja. Wieder nächstes Level, Level 8. Alter, da kommen noch krassere Häuser, ne? Vielleicht sollten wir darauf warten, auf Level 9, auf die Häuser, auf das Haus. Da kommt noch eins im Holzstil. Okay. Ey, wir können einen pikanten Burger bauen, machen. Geil, hat man so Rezepte jetzt oder was? Ja, wir brauchen mal Mehl dafür. Wo kriegt man denn Mehl her? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und scharfe Chili und Fleisch. Geil, ey, boah, ich hab grad voll Hunger, ne? Also, was wir jetzt mal machen sollten, ist diese dynamische Platte ausprobieren, ob wir daraus irgendwie eine Art Boot Fahrzeug. Bauen. Ein Boot, okay. Dafür brauchen wir Weichholz, 4-mal. Ja, ist ja easy, oder? Ja, habe ich noch. Wir haben noch 12. Soll ich die bauen, die dynamische Platte? Ja, weil wir müssen ja tatsächlich auch wieder zurück, eigentlich in die Wüste. Safe. Guck mal, die kann man so schieben. Ah ja, aber wir haben die jetzt innerhalb des Dorfs gebaut. Ist ja nicht schlimm. Wir kriegen ja voll Material wieder. Wir können ja nur ein bisschen rumprobieren und spielen. Okay. Alter, oder sollen wir mal runter zum Wasser gehen und gucken, ob wir damit irgendwie regelmäßig was bauen können. Ey, aber weißt du was, woran die mich erinnert? Kennst du dieses Air-Hockey von früher? Yo. Oh. Ja. In der Wüste gibt es auf jeden Fall auch andere Höhlen, andere neue Höhlen. Okay. Und da können wir mal mit unserem Werkzeug rein. Pass auf, irgendwie einen Wolf vor dir. Da ist ein Wolf, ja. Da ist ein Wolf. Da ist noch ein Wolf. Also wir brauchen auf jeden Fall halt ja eine Menge von Weichholz und deswegen sollten wir auf jeden Fall Inventar leer machen. Die leuchtende Kiste? Ja, da war ich schon mal dran. Boah, war klar, dass du da schon mal dran warst. Warum bist du denn komplett im Wasser? Die ist da gelandet. Das war so ein... Loot Drops gibt's auch, habe ich gehört, ne? Ja, das war das. Das war so eine. Sind wir jetzt hier schon im Wasser? Nee. Ich will ins Wasser, wo man schwimmt. Ah ja, jetzt schwimme ich. Oh, hier ist Sprengstoff, Simon. Ja, der fightet da irgendwie. Okay, ich baue jetzt mal so eine dynamische Platte. Ja. So. Jetzt schwimmt die. Aber wir bewegen uns natürlich nicht. Ja, wir brauchen eine Düse. Kann ich die bewegen? Was war das? Achso, einfach Holz kaputt gemacht. Kann ich die bewegen, während ich schwimme? Nee. Schade. Du konntest mich sonst könnten wir uns natürlich immer vorschubsen, ne? Jetzt hast du mich vorgeschubst. Ja, ich bin noch ein Stück gelaufen. Achso. Wir brauchen eine Düse. Aber kann man eine Düse... Wie baut man eine Düse? Okay, wir brauchen eine Düse. Und Aktivierungsschalter. Aber dann schieße ich einmal zurück. Okay, Sprengpulver brauche ich nur noch. Und Sprengpulver lag hier vorne. Warte, ich kann eine Düse bauen. Aber ich brauche einen Holzstab. Da kann ich auch. Wir brauchen ja nur kleine Düsen eigentlich. Ja, klar. Und Aktivierungsschalter brauchen wir? Ja, den kann ich jetzt bauen. Soll ich den schon mal bauen? Ja. Okay, habe ich. Okay, dann kommt jetzt die Düse. Die Düse. Ich kann Wir brauchen halt. Im Prinzip brauchen wir 3 Stück, glaube ich, weil wir müssen ja mal lenken können irgendwo. Kann die nicht anbauen. Sondern? Habe ich sie angebaut? Brauchst du da vielleicht irgendwas für? Was wir bestehenden Gebäuden und dynamischen Objekten. Jetzt habe ich die irgendwo dran gebaut, weil ich habe auf einmal kein Sprengstoffdingens mehr. Müssen wir jetzt vielleicht so ein Holzfundament noch bauen? Ich habe die irgendwo dran gebaut, aber ich weiß nicht wo. Aktiviere den Schalter. Wo ist das hin? Weiß ich auch nicht. Wow. Das ist jetzt wieder gekommen. Ich kann nicht interagieren. Ich auch nicht. Okay. Ich würde gerade sagen, lass mal wieder abbauen kurz. Ja. Ich kann die nicht mehr abbauen. Komm schon. Weil die wahrscheinlich im Wasser ist, oder? Was passiert hier? Wo ist die jetzt hin? Die ist komplett weg. Ich stehe aber gerade drauf. Da ist sie wieder. Loch. Die ist immer im Himmel. Jetzt kann ich ja nicht durchspringen. Alter, danke, das war eine gute Verschwendung von Weichholz. Hier ist sie, glaube ich.
Warte mal, jetzt ist sie wieder weg. Lass sie mal ordentlich spawnen. Komm mal weg da. Vorsicht, Rollmoppet. Oh Gott, ich hab meine... Hilf mit Scheiße. Links geworfen. Da vorne sind Piraten, die haben immer... Warte, ich hole mir mal eben von denen so... Dynamit. Aua. Nein, unser Dings ist echt weg, ey. Was ist das? Das ist natürlich jetzt Arsch. Das ist richtig Arsch. Sollen wir nochmal bauen? Sollen wir die an Land bauen und mal gucken? Ja. Haha, du Idiot. Mann, ich hab kein Dynamit von dem bekommen. Oh. Folge dem Schnatz. Ach, da ist ein Lama. Da ist ein Lama drüben. Yo. Juhu, Lamachen. Aber mit der dynamischen Plattform. Irgendwie muss man doch ein Boot bauen. Da ist ja die Frage, wenn man da Reifen dran baut, ist das dann trotzdem noch ein Boot hinterher? Aber können wir schon Reifen bauen? Ja. Ich zerschlag das Lama. Oh, ich kann streicheln. Entschuldigung. Ich dachte, ich muss dich töten. Streicheln, streicheln. Lass mich dich streicheln. Erstmal die Spinne töten. Bleib doch hier, Mäuschen. Mäuschen, Mäuschen, ich kann es nicht mehr streicheln. Oh nein, ich hab's verschreckt. Das wollte ich nicht. Der gibt bestimmt guten Loot. Meinst du, das beruhigt sich nochmal irgendwann? Warum hast du denn auf dem aufgeschlagen? Ich dachte, das wäre so eine Figur wie bei Fortnite. So. Du bist ja ein Banause, ey. Schlägt ja hier ein schönes Lama. Warte mal, das Lama ist doch nett zu mir bestimmt. Ist es nett zu dir? Oha! Es ist weg! Warum hast du nicht geschlagen? Ja, wahrscheinlich hätten wir jetzt schlagen müssen. Hinter dir ist so ein Krabbelvieh. Ja, ich muss gerade mein Schild rausholen. Die sind echt so nervig noch, die Dinger. Ja. Okay, ja. Dann lass uns mal ins Lager und gucken, ob wir hier da Dynamit haben. So, dynamische Plattform habe ich gebaut. Was brauchen wir denn für Räder? Ein Weichholzstab. Na, dafür haben wir zu wenig Weichholz, Simon. Hier ist aber, Sprengpulver ist in der mittleren Kiste 10 Dinger drin. Ich muss erstmal hier aufräumen bei mir. Ist ja grausam. Guck mal, ich habe eine kleine Düse jetzt da dran gebaut. Jetzt den Schalter. Willst du dabei sein? Ich drück den Schalter. Jo! Nicht! Oh. Warte, kann ich die wieder ausschalten? Ja. Ist die endlos? Ich glaube, die ist endlos, ja. Ja, auch wenn wir jetzt nur geradeaus fahren können damit, ne? Ja. Aber die Frage ist halt, geht das auf dem Wasser? Ja, das ist die Frage. Okay, komm, wir gehen nochmal runter und probieren das. Das wird der Boottest. Boottest Nummer 1. Okay. Ja, man muss ja auch mal testen hier. Wie kann ich die drehen? Jetzt ist das quer. Ich will das gerade bauen. Sie verarschen. Okay, geht nicht. Ich baue eine Düse dran. Die kommt hier dran. Ich baue einen Schalter. Der kommt hier dran. Und wir fahren. Klappt das Boot? Funktioniert das Boot? Ja. Das klappt sehr gut. Aber wir können nicht lenken. Yay! Oh oh. Und jetzt sind wir mitten hier drauf wieder und können das nicht abbauen. Warte. Oder soll ich abbauen? Ich bin ja noch oben drauf. Ah, nee. Noch nicht. Vielleicht können wir drehen hier dran? Nee. Ah, scheiße. Warte, ich... Am liebsten würde ich eine Düse jetzt hier irgendwie noch hier so rechts dran bauen. Man kann die ja leider nicht versetzen, ne? Wenn die einmal gebaut hat. Ich kann ja noch Düsen bauen, aber ich kann halt nicht da dran bauen. Ah doch, gerade schon. Ich muss warten, bis das Wasser hoch ist. Jetzt habe ich. Was passiert denn, wenn jetzt anmaß? Das weiß ich nicht, Simon. Das passiert dann. Ah ja. Okay. Okay, jetzt sind wir aber auf Land, oder? Können die schieben? Nein, aber noch nicht. Nee, wir sind noch nicht auf Land. Das ist natürlich doof. Kann man denn eine ausschalten? Kann ich die abbauen jetzt hier, die eine? Kann man die einzeln abbauen? Jo. Ja. Nein! Hast du denn alles wiederbekommen? Das weiß ich nicht. Mann, schwierig, ey. Schwierig. Wieso aber so ein Lenkrad wäre geil. Kann man denn Lenkräder bauen? Ja, irgendwann vielleicht. Geht das mit dem Reifen? Befestige kleine Reifen an bestehenden Gebäuden und dynamischen Objekten. Kann man damit lenken? Kann man mit dem Haus dann hinterher reisen? Oha. Es gibt ja auch so Ballons. Ja, wann kriegen wir die? Hab ich auch schon gesehen. Ey, ist halt die Frage, sollten wir vielleicht einfach mal ins Eisbiom gehen und vielleicht da irgendwas, kriegen wir vielleicht irgendwas Neues freigeschaltet?
Das ist eine sehr gute Frage. Und die Frage ist, machen wir das in dieser Folge oder machen wir das in der nächsten? Und ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge, Leute. Wenn ihr Tipps für uns habt, haut die bitte gerne in die Kommentare. Ich baue das Ding jetzt hier ab. Das und... Ja, wichtig ist das Weichholz, dass wir das Weichholz wieder kriegen. Leute, wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da. Und wenn ihr... ich weiß auch nicht. Wenn ihr Tipps für uns habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich bin gerade leicht verwirrt, weil ich voll am Nachdenken bin. Wie könnte das funktionieren? Geil, mit einem Schiff. Genau, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Lego Fortnite. Tschüssi. Tschüssi.